lang sehr rutschen. Kannst ja den Klinken dann. Hui. Hat man nur am Anfang ein bisschen Todesangst. Aber dann. Hast du irgendwo einen Krähenstammel vergessen? Ganz bestimmt, aber. Achso, hier müssen wir erstmal hier rüber. So. Nur da lang. So, na komm. Ach, so ein scheiß Gargoyle wieder. Haust mir ab. Die Gargoyles. Die verdammten. Weg mit dir. Erstarrt. So, sehr gut. Und jetzt vermutlich dort lang. Und hops. Ich komme von oben. Ja, die Fledermäuse, die das nervigste mit ihren Giftstrahlen. Und wenn die ein bisschen Corona verbreiten oder was. Kein Schnabel. Gefährliche Dinge, diese. Diese Fledermäuse. Schlimme Viren können sie verbreiten. Du sollst ja nicht essen, Jack. Daher dürfte das kein Problem sein. Und wenn du nicht die Organe der Fledermäuse isst. Wenn man sie nicht verspeist. Und die Shotgun ist halt extrem schnell und ein Angriff oft aus dem Rollen heraus ist ein Instant-Kill. Ja, es ist aus dem Rollen heraus kriege ich das auch nicht hin. Ich kann nicht rollen. Oh, hier gibt es noch Krähenschnabel. Sehr gut. Ich mag meine Waffe, die ich jetzt habe. Vielleicht gibt es noch irgendwann eine stärkere, aber ansonsten das sprechende Schwert, das ist auch super. Damit kann er auch super gegen Boss kämpfen. Aber dieser Schlag von oben, der ist ganz cool bei dem sprechenden Schwert. Der Speicherpunkt allerdings Spiel gespeichert. Hier ist noch ein Krähenschnabel. Den holen wir uns. 13 von 20. Gar nicht schlecht. Haben wir hier gleich schon einen Bosskampf oder was? Ich fürchte es. Ich befürchte es. Die Kathedrale, ne, endlich. Obwohl jemand zu Hause ist. Na, der Boss wahrscheinlich. Da sehen wir ihn doch schon. Kurz noch meinen Kaffee leeren. Jo. Ja, die Sense ist halt langsam, aber. Gut, gegen den Bosskampf könnten wir vielleicht mal wieder das Schwert nehmen. Das ist schneller. Damit kann man besser angreifen. Wir werden gleich in die Kathedrale aufbrechen. Da gibt es wahrscheinlich gleich den Bosskampf. Irgendwelche Krähenschnäbel hier noch. Eine Heilung brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Aha, hier ist noch was. Da kommen wir nicht lang. Aha. Sag nicht, dass der Kampf hier draußen stattfindet. Geh erstmal zu dem Zahnrad, Mann. Wo befindet sich der? Zahnrad, Mann. Aha. Hier ist erstmal der Händler. Bin ich da schon dran vorbei an dem Zahnradmann? Ach, hier ist der Zahnradmann.
Da kommen wir gleich hin. Ich will erstmal mit dem Händler sprechen. Oh, Jack, folgst du mir etwa? Fühl dich gar nicht geschmeichelt, große Fratze. Was machst du hier? Liegt das nicht auf der Hand? Ich... habe ich nicht mehr gelesen. Ich grabe. Ah, okay. Du gräbst Leichen aus. Was auch sonst. Na und? Wie wäre es mit einem neuen Look? Ich habe neue Häute auf Lager, ganz allein für dich. Okay, den haben wir schon. Den können wir uns noch nicht leisten. Skelett können wir uns noch nicht leisten. Den Kommissar haben wir schon angelegt. 30 und 40, zwei haben wir noch freizuschalten. Zwei Kostüme. Ich glaube, die Kostüme sind nur kosmetischer Natur. In der Kirche. Aha. Da gehen wir gleich rein. Ja, Zahnrad bin das nicht draußen. Den können wir aber nicht aktivieren. Mit dem können wir nicht interagieren. Tja. Müssen wir noch ein paar Krähenschnäbel bekommen, bevor wir die zwei letzten Kostüme freischalten. Ich glaube, die Kostüme sind hier wirklich nur schön aussehend. Die tun nichts für den Kampf, oder? Die machen uns nicht stärker oder schwächer. Hier sollten wir mal speichern vielleicht. Vor dem Bosskampf. So ist es besser. So, auf geht's, würde ich sagen, oder? Hier ein bisschen plündern. Küchenbrand setzen. Das war vielleicht etwas unklug. Ja, der Stern war unklug. Mit dem Skelett hältst du 0,001 mehr Schläge aus. Ja, bestimmt. So wird's sein. Okay, hier ein bisschen Jump and Run. Nicht ins Wasser. Jack hat Wasserallergie. Und hier gibt es noch einen Krähenschnabel, an den ich rankomme. Ah doch. Sehr gut. Dann mal rüber hier. Bosskampf oder was? Willkommen in meiner Kathedrale, Jack. Aha, wer zum Henker bist du? Ich bin der Architekt der Hölle. Mein Meister beauftragte mich, damit hier auf deine Ankunft zu warten. Alles klar. Und ich gehe mal davon aus, dass du dir hier einfach die Zeit vertrieben hast. Diese Kathedrale war eine Ruine, als ich hier aufgetaucht bin. Ich verstehe es als meine Pflicht, ihren Glanz zu erhalten. Tja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Oder in deinem Fall Körperchen. Als Architekt der Hölle trage ich die Verantwortung für den Bau, sowie die Instandhaltung aller Systeme. Dadurch, dass ich mich viel fachen kann, komme ich meinen Pflichten sehr viel effizienter nach. Achso, das sind alle Stubels. Doppelgänger von ihm. Tolle Sache. So, da bin ich nun. Was machen wir jetzt, Architekt? Wo hält sich dieser hinterhältige Zauberer auf? Er ist vor ein paar Tagen hier vorbeigekommen. Wir haben uns flüchtig gegrüßt und ist er durch ein Portal verschwunden. Wieder ein Übersetzungsfehler. Ich habe einen Weg gefunden, ein ähnliches Portal zu öffnen, das dich direkt zum Zauberer bringt. Perfekt. Das klingt doch vielversprechend. Worauf warten wir denn noch? Zunächst musst du... Verdammt. Ich hätte wissen müssen, dass die Sache einen Haken hat. Portale benötigen Energie, Jack. Der Zauberer kann sich seine Magie bedienen. Wir hingegen müssen improvisieren. Auf dem Friedhof verteilt liegen Statuen, die die Macht der sieben Todesmünden in sich tragen. Zertrümmere sich alle, um die Macht der Sünden zu befreien. Dann kann ich das Portal öffnen. Na gut, Statuen
zertrümmern, bot sich nach Spaß an. Zeig mir den Weg. Die Kathedrale hoch, natürlich. Eine Statue, die die Sünde des Hochmuts in sich trägt. Restliche Statuen befinden sich außerhalb der Tore. Ah, okay. Hinauf, also Beendung, Jack. Mit jeder Sekunde wächst die Macht des Zauberers. Das ist schlecht. Dass die von Sekunde zu Sekunde wächst. Dafür haben wir schon zu lange gebraucht. Bei dem Spiel. So, wie klettern wir jetzt auf die Kirche hoch? Na, wahrscheinlich von draußen. Oder immer in die Kirche in Brand setzen. Ein bisschen Kirchenbrand. Hat noch niemanden geschadet. Was? Das ist, wir müssen da hoch irgendwie. Vielleicht so hier. Ich kann die Säule dort oben sehen. Nun doch nur fliegen könntest. Ich hoffe, du kannst gut klettern. Das habe ich hier gelernt. In den letzten Streams. So. Stimmt ja, wir sind wieder mit dem Schwert unterwegs. Dabei war das doch kein Bosskampf. Ich ging davon aus, dass der ein Bosskampf ist. Er sah ziemlich nach Bosskampf aus. Vielleicht wird es ja noch ein Bosskampf. Irgendwann. Hochmuts. Das ist kaputt gegangen. So, Assassin's Creed. So geht's. Risiko. Das war doch eindeutig eine Assassin's Creed-Anspielung. Vom Kirchturm runter. Konnten wir da noch irgendwo hoch? Gibt es da noch was zu holen? Da hinten gibt es noch einen Turm. Kann man auf den irgendwie drauf? Hm, sieht nicht so aus. Ist halt eine echte Anspielung. Ist halt echt eine Anspielung mit dem Strohhaufen, nur die Animation fehlt. Ja, da war ein Strohhaufen. So sieht's aus. Ja, die Animation fehlt halt, weil es eine Anspielung ist. So halt nur erkennen, wer es auch wirklich kennt. Hier gibt's halt massiv viele Anspielungen in diesem Spiel. Also. Die letzte haben wir erst auf dem Friedhof gefunden. Mit den Namen von Harry und Hermine und so weiter. Das hat halt schon die eine oder andere Anspielung. Bestimmt einige, die wir auch nicht, die ich auch nicht wahrgenommen habe. Weil ich den Film einfach mal nicht kenne. Es gibt auch Filme, die ich nicht kenne. Ob man es glaubt oder nicht. Ho, 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 Jack. Hallo, Jack. Oh nein, vergiss es, du Kreuzer. Ich habe auf dieser ganzen Reise schon viel zu viel Zeit mit billigen Tricks à la Sesam öffne dich verwendet. Damit ist jetzt Schluss. Ich mach da nicht mehr mit. Na schön, wenn du meinst, dann kann ich dir wohl auch nicht dabei helfen, den Friedhof zu durchqueren. Joho, Kürbiskopf hoch, Jack. Ich mach doch nur Spaß. Natürlich werde ich dir helfen. Du wolltest doch wissen, wie ich über den Friedhof komme, stimmt's? Genau, dein Friedhofswächtergeheimnis. Na dann werde ich es dir mal kurz zeigen.
Oh, bin hat mir zu hol, Junge. Ach du Scheiße, nein, nicht schon wieder. Ach, ich will nicht. Das hat schon beim letzten Mal so lange gedauert. Nicht schon wieder. Jetzt brauche ich hier wieder 5 Anläufe. Danke für nix. Sterbt da so oft. Bin da schon im letzten Stream so oft gestorben. Dabei muss man nur ein bisschen steuern. Ja, ich knall halt überall gegen. Ist auch nicht zu erwarten, dass ich das First Try schaffe. Obwohl. Könnte auch fast was werden. Fast. Fast heißt eben nicht. Ach, die Scheiße schon wieder. Gar keinen Bock. Bin so schlecht hier im Gargoyle-Flug. Nein. Ja, einfach nur ausweichen, ich weiß. Ich weiß. Stell mich halt immer noch blöd an. Puh. Na komm. Ich komme um die Ecke. Ich kann den Text gerade nicht lesen, was die Krähe sagt. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen nur. Es braucht nur ein bisschen Konzentration. Und auch dieses bisschen habe ich nicht immer. Ich tue es aber ziemlich lang hier. Die Tour dann nie auf. Doch wenn ich sterbe. Sind wir bald da? Ja, da sind wir. Beim zweiten Versuch. Das sind verdammt egal, du noch was. Gar kein Bock. Die scheiß Gargoyles. Statue der Sünde. Ah, die hatten wir zerstören müssen. 5 Statuen noch. Ah, okay. Aber nicht jedes Mal wieder ein Flug oder was? Nicht jedes Mal wieder ein Gargoyle-Flug. Muss nicht unbedingt sein, oder? Da habe ich hier gar keinen Bock drauf. So, die Statue haben wir jetzt zerstört. Die nächste ist wo? Oh, ich dachte, da brennt was. Warte mal, da nicht was? Nee, da war das war nur das Kirchfenster. Was geleuchtet hat. So, dann mal hier hin. Bitte nicht nochmal, bitte nicht nochmal fliegen. Nein. Will ich nicht. Mit dem Kopf geht's jetzt weiter. Ah, super. Zorn. Was Zorn, weswegen? Ach, das Ding wieder. Wayne. Stanley. Kenny. Eric. Eric Cartman. Yay. Kyle. Und Token. Ich guck mir das erstmal hier an. Odor. Tyrion. Daenerys, Leonidas, ja gut, gehen wir auf uns, Sterling, Peter, Clark, Tony, Robin, aha, Boromir, sehr gut, Legolas, Gandalf, Samwise, Frodo, Gimli fehlt. Bruce.
Lana. Pam. Doktor. Kyrill. Aha, okay, und das ist die Nachnamen. Stark haben wir hier. Stark, Stark, Stark. So, du. Smith. Snow. Baggins. Frodo Baggins. Ist ja cool. Manche passen sogar. Stark, hier haben wir Stark. Da hinten war Stark, glaube ich, oder? Nein, Stark war hier. Wo war Stark? Verdammt! Ist lange gebraucht. Stark. Hier ein Stark und... Verdammt, hier ein Stark. Baggins. Hier war Stark. Und da hinten. Okay, das könnte hier noch ein bisschen schwieriger werden. Bei der Größe. Das letzte ist Dr. Wu. Sieh dir die Staffeln ab dem Reboot bei der Gelegenheit mal an. Nee. Dr. Wu wirklich nicht. Also das sind zu viele Folgen, zu viel. Also wenn ich da. Da wollte ich gar nicht mit anfangen. Tut mir leid, aber das ist wirklich was ich kriege. Ja. Das lasse ich lieber aus. Muss nicht sein. Smith. Bin ich froh, dass ich das nicht mache. Smith. Das muss man mal merken, wo das andere war. Smith. Wayne. Hier ist Smith. Und das andere war hier. Und das war du. Wieder. Smith hier und Smith da. Nein, verdammt. Smith dort. Das war Smith. Smith. Haben wir doch, oder? Da ist Smith. Sehr gut. Zwei haben wir schon. Also vierer. Zum Beispiel Krieger. The White. Gandalf the White. Krieger. Harker, the White. Ah, hier haben wir the White. Da hinten Gandalf war, glaube ich. Wo war Gandalf? Hier. The White. Ich glaube, wir machen es mal nach Reihenfolge hier. Hier ist Krieger. Können wir hier mal gucken, was andere finden, müssen wir das da hinten. Das ist ein System, was wir machen können. Krieger. Hier ist Krieger. Und da hinten. Sehr gut. Figgis. Hier ist Cartman. Figgis. Baggins. Figgis. Snow ist hier. Parker. Figgis ist hier. Einmal Figgis und dann Drucht. Sehr gut, hier haben wir Snow. Aha. So, Snow, das war irgendwo hier vorne. Ah, sehr gut. Dann war Aha. Baggins. Cartman. Wayne. Aha. Cartman. Aha, wo war der? Ist Acher. Sind aber die hintere Reihe schon aufgelöst. Jetzt haben wir Baggins. Der war, glaube ich, hier vorne irgendwo. Und du? Baggins. Hier ist Baggins und da ist Baggins. Cartman, der war irgendwo hier vorne.
Ganz, ganz fetter Grabstein. Ja. Wayne. Die Guardsman. Die Guardsman. Was hat Modi geschrieben? Ach, ab 2011 kann man super einsteigen. Oder einfach irgendwo gibt es kaum übergreifende Story. Oder einfach beim 13. Das ist was komplett anderes. Ach, ich hab grad Lucifer. Ich guck grad Lucifer, die Serie. Das reicht mir. Und meine anderen Krimis, die ich so gucke. Wie heißt der? Dr. Who? Ist auch nicht so meins. Muss ich leider sagen. Muss euch enttäuschen. Du. Und du. Sehr gut. Parker und Wayne. Ist Wayne? Aber Parker. Parker ist hier. Sehr gut, haben wir jetzt alles? Haben wir. Nun ja, du hast den Friedhof in Schutt und Asche gelegt. Gute Arbeit. Hat dieser Typ noch nie etwas von dem Schlüssel gehört? Scheinbar nicht. Die Sünde Trägheit. Wir müssen noch 4 Statuen zusammen sammeln und zertrümmern. Okay. Die Trägheit. 4 Statuen müssen wir noch 8. Scheiße, das kann ja hier noch. Das kann ja noch Zeit beanspruchen. Hier mal speichern. Ist vielleicht nicht falsch. Gehen wir mal dorthin. Das hier als nächstes. Ein Krähenschädel geben. Ach du Schande. Müssen wir Krähenschädel öffnen. Schädel öffnen. Opfern. Ach bitte nicht. Jetzt opfern wir hier unsere Krähenschädel. Nein. Das brauche ich doch für neue Kostüme. Warum? Kann ich die wieder mitnehmen? Na toll. Zum Glück haben wir gespeichert. Ich finde übrigens die Kombination Token The White ziemlich unterhaltsam. Joke ist echt böse irgendwie. Ah, Geiz, sehr schön. Nicht spoilern. Ich bin geizig, ich will jemanden nicht mehr. Ach, Mann. Verstehe, wir müssen Krähenschnäbel opfern, um die Statue des Geiz zu zerstören. Habgier ist es. Der Habgier hat meinen Krähenschnäbel. Verdammt. Meins. Gibt's einen neuen Krähenschnäbel? Dankeschön. Dafür, dass ich 4 geopfert habe. Ich dich auch. Genauso checkt immer schön locker aus dem Handgelenk heraus. Hier, alles meins. Meine Krähenschnäbel. Ich muss das ganze 4 opfern. Grimmelfritzer. Ich hab hier. So, nun hier. Wo kommen wir hier hin? Sollen wir den Kollegen besiegen? Sehr schön. Diesen lässt sich die Dinger hier. Habe ich jetzt die Statue nicht gespeichert oder was? Wir werden ja sehen. Noch 3 Statuen. Müssen wir gegen die Toten kämpfen.
erster Stelle wir hier das geschafft haben. Und wir nicht besiegt wurden. Komm, lass mich doch in Ruhe. Den kann man auch nicht zerstören. So sieht also aus. Wie werden wir die denn los? Nur wenn sie angreifen, können wir sie. Oh wei. Naja, die Sünden sind Zorn, Lust, Stolz, Neid, Gier, Faulheit, Fett sein. Was? Die genauen Worte unterscheiden sich gern mal. Ist dann hier wohl Faulheit. Wenn ich zu faul bin, die zu besiegen, dann kann ich hier nicht. Oh Mann. Waffe wechseln dürfte helfen. Zu welcher? Zu der Kanone? Das ist hier die schnellste Waffe, die ich habe. Ach, lasst mich doch in Ruhe hier. Meine Fräse. Der Speer ist halt ziemlich schnell. Oder mit der Shotgun rollen und feuern. Das krieg ich halt nicht hin. Speermeister. Da bin ich aber auch nicht schnell genug. Aber die stehen doch immer wieder auf. Sollen das was werden? Ach, Kacke. Drei Statuen haben wir hier noch. Ich war einfach drauf los. Ein bisschen Schaden kriegen die. Nicht so viel wie ich Schaden kriege hier. Kannst auch rollen. Nee, kann ich nicht. Kann ich halt nicht. Ich versuche es mal ein bisschen mit Rollen. Da roll ich halt komplett in eine Richtung. Das ist halt, ich kann das Rollen halt gar nicht kontrollieren. Da bin ich ja komplett kontrolllos. Kompletter Kontrollverlust. Na komm. Ich euch auch. Lasst mich doch alle mal in Frieden. Was haben wir die jetzt? Die Sünde des Zorns. Aha. Zwei Statuen noch. Wir müssen mal speichern.